Herzlich willkommen aus dem Athletikclub Leonberg. Jawohl. Ich zusammen, grüße euch auch. Zusammen mit André. Herzlich willkommen. Da ist er auch. Hallo Sascha. Bist du überhaupt drauf hier? Ich bin ja da. Hier, bei dir. Ah, yeah, yeah. Meine orangene Hose. Ja, yeah, ist irgendwie. Die leuchtet. Machen wir jetzt Warm-up 58 Minuten, oder? Stellst du mir ja gerade ein, ja. Okay, super. Damit ihr es schon mal wisst. Ja, also der André will heute ein Warm-up machen mit 58 Minuten und 2 Minuten Mobility-Training. Man muss halt mal was anderes. Ja. Gut, ja. Wie gesagt, heute wieder das schöne Mobility-Training. Wir haben heute auch wieder ein Warm-up, wir haben ein Core-Training und dann machen wir, wie gesagt, ein bisschen Dehnung. Ich hoffe, ihr habt alles soweit schon vorbereitet. Braucht ein Handtuch, braucht was zum Trinken. Ansonsten denke ich mir oder hoffe ich, dass diesmal der Ton da ist. Beim letzten Mal gab es mal kurz Tonprobleme, aber so wie ich sehe, müsste eigentlich alles funktionieren. Und dann würde ich vorschlagen, erklären wir mal, was wir machen. Warm-up, willst du erklären? Ich Kamera, also willst du schon Kamera oder wie sollen wir das machen? Schön rüberdrehen oder sollen wir es einfach nur sagen? Eigentlich können wir sagen, es sind ja nur 5 Übungen. Wir brauchen gar nicht, hindrehen. Also wir zeigen es natürlich kurz. Wir machen 1 Minute Jumping Jack. Jawohl. Danach machen wir 1 Minute Squat. Wir machen aber langsames Squat. Wir sind ja im Mobility-Bereich. Ja. Naja gut, vielleicht ein bisschen schneller. Ja, aber ansonsten Tiefe, also Deep Squat, wir gehen tief runter und dann wieder hoch, oben schön nochmal die Pobacken zusammenkneifen und gut ist. Dann haben wir die Bridge, auch das ist eine langsame Übung, die Hände sind, ja genau, die andere macht gleich die fortgeschrittene Variante, die Hände sind neben dem Körper, wir gehen nach oben, spannen auch da die Pobacken wieder kurz an, ja, halten kurz. Statisch? Machen wir das dynamisch oder statisch? Statisch, ne? Okay. Ne? Also das heißt, kurz oben 2 Sekunden halten, langsam wieder runter, ne? Aber jetzt keine dynamische Übung. Dann machen wir dann Skater, auch hier langsame Variante, versucht tief runter zu gehen, also die Hand unten berührt den Boden. Ihr könnt es mit Sprung machen oder auch ohne Sprung. Okay, gut. Und zum Schluss nochmal 1 Minute, war perfekt, André, also wie immer super duper, links, rechts boxen. Jawohl. Ja, Körperhaltung gut, ja, okay, können wir lassen. Okay, soweit einverstanden? Gut, dann würde ich sagen, machen wir, also nur 5 Minuten, legen wir los, danach machen wir noch ein Core-Training, das zeigen wir aber gleich im Anschluss. 5 Minuten pro Übung jetzt, oder? 5 Minuten pro Übung, damit wir ja auf die 50 dann kommen, ne? War ja 25 so. Und zweimal. Die ATX wieder mit dem neuen Mix in the house. Ja. Okay. Vorbereitet. Und go. Wir müssen anfangen. Ja, nur beim Mittwoch. Thank you.
Noch 45. Noch 50 Sekunden. Noch 10. Kurzes Warm-up. Okay. So, ich hoffe, ihr habt die richtige Grundwärme. Jetzt kommt das. Ah, wir brauchen gar keine Sekunden heute. Nee, wir brauchen keine. Wir machen heute nach Wiederholung. Wir machen 3 Runden. Der André wird die Übung kurz vormachen. Das heißt, wir haben als erstes die beliebten, das sind also die Lieblingsübungen vom André, die Plank to Push-Up. 10 Wiederholungen, also nicht 10 pro Seite, sondern tatsächlich 10 am Stück. Dann machen wir den Climber, 20 Wiederholungen, hier also 10 pro Seite. Dann haben wir den Bodenwischer. Acht darauf, dass die Arme schön 90 Grad zur Seite raus sind. Stabilität, das ist die schwere Variante mit gestreckten Beinen. Das heißt 10 links, 10 rechts. Die etwas mit angewinkelten Beinen ist dann, wenn man merkt, dass man die Stabilität nicht halten kann. Ja, okay. Und dann haben wir noch den Sit-Up. Auch 10 Wiederholungen. Schön vorne die Hände ablegen, wieder zurück. Und das Ganze machen wir 3 Runden. Also Plank to Push-Up 10, Climber 20, Bodenwischer 20 und Sit-Up 10 Wiederholungen, das Ganze 3 Runden. Gut.
Und das Ganze von der Ausführung auch eher ein bisschen ruhiger und kontrollierter. Junge, geil. Geil. Leck du Fischer. Ja, du bist erst jetzt da. Jetzt okay. Ich bin reingelaufen. Ja, okay. Also. Wir beginnen und go. Okay, wir machen einen Kleinbock. 20 Wiederholungen. Okay. Wir haben den Boden geschafft. 10 pro Seite. Das sieht ab. 10 Wiederholungen. Okay, 10 Wiederholungen. Zweite Runde, Plank und Push-Up, 10 Wiederholungen und komm. Und 5. Sieben. Und 10. Gut, Kleinbock, 24 und drauf. Und 20, der Bodenmischer, 20, 10 und drauf. Okay, dritte Runde, Plank Push-Up wieder, 10 Wiederholungen. Und go. Sieben.
9 und 10. Okay, start los. Go! Okay, time to jump. That's it. Sehr schön. Gut. Dann kurz was trinken. So, dann legen wir gleich wieder los mit dem Mobility-Teil. André ist noch kurz, kleine Pause machen. So, ich hoffe, ihr seid alles soweit fit. Am Freitag geht es ja dann wieder ein bisschen etwas heftiger ab, hoffe ich auf jeden Fall. Okay, gut. So, gleich geht's los. So. Ich würde vorschlagen, ich werde schon mal beginnen. Und der andere, ach, da ist er ja, würde sonst wieder einsteigen, aber... Einsteigen wo? Er ist ja schon wieder da. Ich bin. Zum Mobility. Aha. Stimmt, heute ist ja Mittwoch. Wir wollen meine Schuhe ziehen. Jawohl. Sehr gut. Dann noch den Vorschlag. Bin dabei. Wir legen los. Gut. Also, bist du soweit? Aha, es geht schon los. Es geht schon los. Okay, also wir fangen nochmal kurz an. Schönes, langsames, großes Hüftkreisen. Wir wechseln die Seite. Hast du heute einen speziellen Schwerpunkt? Ja. Gelenkschwerpunkt? Ganzkörper. Ganzkörpergelenk. Alles so ein bisschen durch, oder? Alles. Also, Hüfte ist so dabei. Ja, Hüfte ist ja schon so auch Sprunggelenk, Hüfte. Dreh- und Angelpunkt. Das ist ja, ja. Und meistens auch so ein bisschen der Schwachpunkt. Richtig. So. Rechter Arm geht zur Seite. Der linke ist hinterm Körper. Und wir gehen zur Seite und halten die Spannung. Was soll man das spüren? Überall. Einen kleinen Zeh vor allem. Ich stelle die Fragen, die ihr euch stellt, deswegen. Nicht, dass ihr denkt. Wir gehen langsam zurück. Das ist die Langeweile, sondern einfach nur so, dass man auch mal ein bisschen, ne, bewusst
die Körperpartie ansteuert. Also man hat vom Latissimus bis zum seitlichen Baumuskel. Und hier, ne? Hier seitlich. Komplettes Bereich. Von der Achsel bis Richtung. Wir können dann auch ruhig mal den Arm versuchen, ein bisschen zu strecken. Ja, da merkt ihr gleich nochmal eine ganz andere Spannung. Ah, jawohl, wieder zurück. Mal kurz den Arm. Dass man so teilweise kann da auch mal leicht. Der Latissimus ein bisschen verkrampfen. Hier können wir das nochmal so ein bisschen auflockern. Ja. Gehen nochmal auf die linke Seite. Nochmal schön strecken. Atmen ist ein bisschen schwierig hier. Ja, aber auch das kann man üben. Ihr seid ja zu Hause, könnt ihr rumgrunzen und stöhnen, wie ihr wollt. Und wieder zurück. Nochmal auf die andere Seite. Und wieder zurück. Für mich schon ein bisschen größer jetzt. Ja. Machen wir kurz einmal drin, das hält sich besser. Ob wir auch komplett immer drauf sind. Ja, so. Ja. Wir gehen jetzt aus der Position. Wir haben so schulterbreit stehen wir. Wir gehen jetzt mit den Füßen runter. Bleiben erstmal in der Position, soweit es geht. Wir gehen jetzt langsam nach vorne. Den Körper. Bis wir ganz vorne sind, Oberschenkel ablegen, Kopf nach oben. Ah, die ist immer gut. Vor allem nach dem Bauchtraining. Absolut. Mir fällt an sich gar keine andere Übung ein, wo man den Bauch so schön aufdehnen kann wie hier. Mhm. Oder? Hättest du da nicht? Nein, ich würde nicht schon die beste so. Ja. Stell die Füße hinauf, wir gehen mit dem Gesäß nach oben. Der Kopf ist zwischen den Schultern. Wir versuchen die Ferse auf den Boden zu drücken. Betonung liegt auf Versuchen? Ja. Ja gut, das ist ein ganz einfaches Mittel. Wenn ich weiter nach vorne gehe, dann geht es, ja. Gehe ich weiter nach hinten, wird es schwieriger. Ja. Okay, wir gehen wieder Oberschenkel ablegen, Kopf nach oben. Schulter tief. Gehen jetzt wieder hoch und jetzt aber laufen wir wieder mit den Händen nach hinten zu den Zehen, bleiben kurz in der Position. Und wir gehen wieder hoch. Einmal kurz kreisen nach links und einmal kurz kreisen nach rechts. Okay, wir gehen aus der Position. Schulter mal kurz nach hinten ziehen. Und jetzt gehen wir mit dieser Position nach unten. Versuchen wieder die Zehen zu berühren. Ich weiß, es schafft nicht jeder. Aber wenn die Beine ein bisschen offener sind, ist es auch einfacher. Ja, auf jeden Fall. Wir laufen jetzt wieder langsam nach vorne. Und legen die Oberschenkel wieder ab. Kopf zeigt nach oben. Und wir gehen jetzt wieder nach oben. Also sprich, der Kopf ist wieder zwischen den Schultern. Versuchen wir die Ferse wieder zu Boden zu drücken, so weit wie möglich. Und wieder nach vorne. Oberschenkel ablegen. Kopf nach oben. Versucht eure Arme auch schön durchzustrecken. Drückt nochmal in Richtung Boden, so dass die Schulter nicht bei den Ohren ist, ja, sondern dass ihr wirklich euch schön abdrückt. Brust raus.
Dann holt er nochmal ein kleines Stück mehr raus. Okay, wir gehen wieder nach oben und jetzt wieder nach hinten laufen. Bleiben wieder kurz unten bei den Zehen. Und wir gehen langsam nach oben. Schulter nach hinten wieder. Nochmal kurz wieder kreisen. Wechsel nochmal. Okay, noch einmal. Schulter nach hinten. Brust raus. Und wir gehen nach unten. Bleiben in der Position. Wir laufen langsam nach vorne. Nehmen die Oberschenkel ab. Arme durchgestreckt, Brust raus. Und wir gehen nach hinten. Kopf wieder zwischen die Schultern, suchen wieder die Fersen zum Boden zu drücken. Und wieder nach vorne. Zurücklaufen, bleiben wieder in der untersten Position bei den Zehen. Und wir gehen langsam hoch. Und wechseln nochmal. Jawohl. Okay, wir gehen in die tiefe Kniebeuge. Kennen wir schon, machen wir gern. Ist auch gut. Greifen die Zehen, Brust raus. Schön, dass wir die Wirbelsäule schön strecken, Po dabei rausdrücken. Ja, von der Seite sieht man es dann nochmal besser. Kein Rundrücken machen. Ist natürlich ein Mobilitätsthema. Nicht jeder kriegt das hin. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr fallt nach hinten oben, dann geht an eine Wand oder an ein Sofa, sodass ihr hinten dann einen Stütz habt, dass ihr nicht umfallt. Und findet eure individuelle Breite mit den Füßen. Enger ist immer schwieriger. Wir gehen kurz in die Streckung nach oben. Müsste wahrscheinlich schon wieder ein bisschen besser gehen, weil wir schon die Vorübung hatten. Gut, wer da schlecht ist, bleibt auch schlecht in der Regel. Aber das ist ja hart. Eine kleine Verbesserung sollte dann immer drin sein. Das ist schon eine niederschmetternde Aussage. Ja, man muss halt, also sagen wir mal so, 3 bis 4 Mal die Woche dehnen, dass man auch gute Fortschritte erzielt. Das ist wohl wahr. Alles drunter, einmal die Woche, könnt ihr vergessen. Ist besser als nichts, aber wird euch nicht den Fortschritt bringen. Aber der Vergleich mit nichts, geht wieder runter. Der hinkt, ist schon hart. Der hinkt. Hart, ja, ich weiß. Der hinkt auch. Ja, aber wir sind auch ein hartes Studio, ich meine. Hier wird halt Tacheles geredet, ja. Ja. Muss man schon sagen. Wir haben halt auch nur. Ich könnte ja auch eine Werbung machen und sagen, kommt zu uns in 3 Wochen ein Sixpack, ja. Und dann kommt einer mit 50 Kilo Übergewicht, ja. Geht halt nicht, ne? Aber das ist das, was die Fitnessbranche ja gern suggeriert. Hast du noch kein 10 Wochen Programm geschrieben? Doch, doch, klar. Ja. Okay, wieder in die Streckung. Aber halt 2 Einheiten am Tag. Ja, yeah. Ja. Dann könnte es gehen. Einmal die Woche. Die Wahrheit tut aber immer weh. Ja, wir gehen wieder runter. Gut, vielleicht sollten wir mal die Kombination probieren mit Dr. Mank.
Ja, so eine Fettabsaugung. Ja. Ich glaube es. So, jetzt hier nicht das Thema sein. Oder wird da jetzt was unten eingeblendet? Läuft da jetzt so ein Banner durch? Ein Werbebanner. Oh, nochmal hoch. Hier zu bestellen. Der Bauchweggürtel. Und nochmal runter. Okay, setzen wir uns da hinten ab. Der linke Fuß bleibt vorne, der rechte ist nach hinten abgewinkelt. Menno, die wollte ich auch machen, die Übung. Super. Oh, 90-90. Ja, macht nichts. Dann machen wir sie halt jetzt schon. Umso besser. Okay, gut. Wir drehen uns, wenn das linke Bein vorne ist, drehen wir uns nach links. Drücken das rechte Bein in den Boden hinein. Hintere Hüftbeuge ist aktiv, wenn ihr richtig drückt. Umso stärker ihr drückt, umso mehr merkt ihr den rechten Hüftbeuger. Muss man aber schon ein bisschen arbeiten. Von alleine geht es nicht. Okay, wir lösen kurz, gehen jetzt nach vorne gerade, legen uns ab. Naja, eine Übung weniger, die ich nachher zeigen muss. Soll ich dir eine Alternativübung noch zeigen, oder? Das wäre sehr gut. Ich weiß nämlich nur 4. Und jetzt habe ich eine weniger. André weiß nur 4 Übungen. Ja, Das heißt, er weiß nur eigentlich 5 Übungen. Jetzt habe ich mir aber eine Übung weggenommen. Mein Gehirn ist halt mittwochs immer auf diese 5 Übungen, sagen wir mal, limitiert. Das sind auch die einzigsten 5, die er immer macht, nur halt unterschiedliche Reihenfolge. Und Varianten auch ein bisschen. Wir gehen wieder nach oben. Das ist natürlich noch niemand aufgefallen. Wir bleiben noch mit dem linken Fuß und gehen nochmal in die Richtung, drücken das rechte Bein wieder auf den Boden, bis wir einmal um 360 Grad gedreht haben. Ich bin jetzt ungefähr bei 190. Ich bin schon bei 27. Okay, wir lösen langsam. Aufrecht und schön nach vorne ablegen nochmal. Mal gucken, was der André noch alles auf dem Programm hat. Okay, wir lösen. Noch einmal auf die linke Seite und dann wechseln wir das Bein. Denk dran, aktiviert. Hüftbeuge drückt mit dem rechten Bein schön zum Boden. Wieder hier schräger Bauch, ne? Auch aktiv. Wichtig ist auch dabei, die Brust so nach oben zu drücken, also richtig rauszudrücken, und die linke Schulter so nach hinten zu ziehen. Ja. Okay, lösen. Einmal nach vorne ablegen und dann wechseln wir das Bein. Okay, gut. Wir wechseln das Bein. Kurz dazwischen, kurz auslockern. Ja, tut auch immer ganz gut. Mal kurz strecken vielleicht.
Jawohl. Ein Bein fühlt sich schon total elastisch an. Voll. Also eine Seite auf jeden Fall. Nicht nur. Wie Gummi. Die Hüfte an, rund ums Knie. Oft ist ja so, dass manche so ein bisschen extreme Spannung auf dem Knie haben. Da könnte man damit schon etwas entlasten. Absolut. Also, anderes Bein. In meinem Fall ist jetzt das rechte Bein vorne. Bei mir auch. Wir drehen uns dann nach rechts und drücken das linke Bein dann wieder. Oh, ja. Das hintere Bein schön auf den Boden. Ist das deine bessere Seite oder schlechtere? Die schlechtere. Ah, ich glaube auch. Ich komme nicht so gut in die Rotation. Langsam und gehen gerade nach vorne, legen uns ab. Oh ja. Fuck, das ist die schlechtere Seite. Und wir lösen. Ich muss ein bisschen länger bleiben, weil die so schlecht ist bei mir. Aha. Ich komme aber gleich. Ich kann mich aber gleich draufsetzen. Ich komme aber gleich hinterher. Ja? Sonst hätte ich mich auch draufgesetzt. Ja? Erzähl dir mal, auch André hat schwache Seiten. Ja. Schwachpunkte. Wichtig ist immer, dass man offiziell drüber redet. Genau. Wir machen weiter. Wir gehen auf die rechte Seite, drehen uns ein. Okay, ich komme. An der schwachen Seite immer mal versuchen, doppelt so hart zu arbeiten. Vorne ab. Oh ja. André, was denkst du, wie lange brauchst du noch in der Position? Bis es gut wird. Das ist schwer einzuschätzen. Es ist schon besser jetzt, ja. Allerdings ist es wirklich deutlich schlechter, anspruchsvoller, als wenn das linke Bein vorne ist. Du wusstest dich natürlich schon. Okay, wir lösen wieder langsam. Ah! Okay. Einmal noch, wir gehen auf die rechte Seite. Mal zelebrieren ein bisschen. Gut, dass ihr mein Gesichtsausdruck gerade nicht seht. Würde sich nicht lohnen. Okay. Dann gehen wir noch einmal nach vorne. Ich freue mich. Oh ja. Der Schmerz muss dein Freund sein. Thank you.
Okay. Wir lösen. Ah ja. Und lockern aus. Ja. Sehr gerne. So. Jetzt legt ihr euch auf den Rücken. Ah, da liege ich ja schon. Die Arme 90 Grad nach außen. Ihr wickelt einfach das rechte Bein an. Nehmt es mit der linken Hand und zieht es zur Seite und versucht mit der rechten Schulter am Boden zu bleiben. Das verarscht mich jetzt, oder? Nein. Auch eine von den Übungen, die ich hier drin hatte. Ohne Scheiß? Ja, ohne Scheiß. Macht aber gar nichts, weil ich mache einfach eine Variante, ne? Die letzte. Ich habe mich schon gewundert, was die Bahn ist. Ja, das ist die hier. Die hat mir nicht so gut gehört. Ah, das macht nichts. Was machst du mit dem Arm hier? Der rechte Arm ist auf dem Boden. Aha. Und zwar mit der Handfläche auf dem Boden. Angedreht. What? Oh! Dann haut sie mal rein in die Schulter. Gar nicht. Aber das ist eine sehr interessante Variante. Ja. Die habe ich noch nicht gemacht. Die geht so ein bisschen wie dieser Ägypter. Ja. Nur intensiver. Okay. Wir lösen. Ganz auf der anderen Seite. Linkes Bein. Jetzt ziehen wir rüber. Hier, guckt, dass die Handfläche auf dem Boden ist und nicht nach oben zeigt. Ist dein Ellbogen auch am Boden? Ja. Wenn man es schafft. Hier ist Atmung auf jeden Fall auch ein entscheidendes Thema. Absolut. Schön tief einatmen und langsam ausatmen. Und wir lösen. Hui! Die Haut auch wieder rein. Und rechtes Bein. Und jetzt zieht es auf die andere Seite wieder. Vorderer Schulteranteil. Ja. Ja, hinterher merke ich aber auch gut an. Ja, das ist aber jedem so unterschiedlich. Okay, wir lösen nochmal. Und gehen auf die andere Seite. Und dann nochmal die gleichen Übungen alle. Ja. Alle Übungen, die ich jetzt gemacht habe, die macht das der andere gleich nochmal. Ja. Ja. In einer anderen Reihenfolge halt. Hatten wir ja schon. Genau. Ja, wir kannten einfach nicht mehr, deswegen haben wir gesagt, gut, machen wir halt die. Vorwärts, rückwärts. Sehr schön. Mm. So, jeder Seite nochmal einmal. Mm. Puh, okay. Aber danach seid ihr beweglich wie eine Schlange. Oh ja. Das war der neue Spitzname, das ist die nächste Seite. Okay, letzte Mal. Wechsel.
Okay. Wir lösen. Wir ziehen beide Knie an und wippen so schön so ein bisschen nach hinten, nach vorne. Und einen Stand-Up hoch. Und Stand-Up hoch. Jawohl, ja, genau das wollte ich machen. Gut. Dann übergebe ich mich. Ich übergebe einen anderen, meine ich. Staffelstab wird übergeben. Okay, gehen wir direkt wieder runter. Schulterstreckung, Shoulder Extension. Ein paar Varianten. Ich zeig's mal seitlich. Der Sascha kennt die Übung ja. Die Hände nach hinten. Die kleinen Finger. So eng wie möglich zusammenschieben. Die Ellbogen sollen gestreckt sein und dann die Brust schön rausschieben. Wunderschöne Übung. Ja. Blick nach oben am besten. Krass ist es ja, wenn man noch die Beine abhebt, also wenn ein Partner hingeht und dann die Beine noch hochhebt. Ne? Kannst du dich noch erinnern? Das hat damals. Ja. Hat er genau aus dem Seminar gemacht. Das ist ja nochmal richtig heftig. Wir können es auf jeden Fall so ein bisschen imitieren. Also wir haben jetzt nicht die Möglichkeit mit dem Partner, aber wir können es ein bisschen intensivieren, wenn jemand da schon ganz gut fortgeschritten ist. Es hängt natürlich immer damit zusammen, wie eng die Hände beieinander sind. Vielleicht schon ein bisschen so ein leichtes Kribbeln in den Fingern, Unterarmen, weil die Blutung natürlich auch beeinflusst wird. Und jetzt gehen wir langsam, lasst euch dabei Zeit, mit den Händen wieder nach vorne und lösen aus dieser Position heraus. Einfach die Arme, die Ellbogen, die Handgelenke ein bisschen durchbewegen, um den Normalzustand wieder herzustellen. Dann gehen wir ein zweites Mal da rein. Dieses Mal nicht ganz so eng zusammen, weil wir das jetzt nämlich machen, was wir gerade angesprochen haben. Und zwar lösen wir einfach den Po vom Boden und schieben die Hüfte zur Decke hoch. Hier hoch. Das machen wir dynamisch, wie so Wiederholungen, hoch und tief. Ja, achtet darauf, dass ihr die Ellbogen wirklich gestreckt halten könnt. Da kommt natürlich jetzt noch viel mehr Last auf den Arm. Und deswegen ist es intensiver. Wer kann sich auch die Füße vorne auf den Fernseher oben drauflegen. Und dann ist es noch ein bisschen intensiver, falls sich das gerade anbietet, so weil er im Raum steht. Einmal und dann auch wieder vor, lösen, durchbewegen. Bis der Normalzustand wieder da ist, die Spannung wieder ein bisschen weniger. Und dann gehen wir in den dritten Schritt noch rein. Wieder so eine ähnliche Breite und stellen die Füße vorne auf und gehen in die Tabletop-Position, also den Tisch hoch. Bleiben mal ein paar Sekunden. Richtig schön Kopf nach hinten legen. Brust rausschieben. Okay, langsam ab. Wir können uns richtig absetzen auch, Spannung lösen. Und dann gehen wir da für ein paar Wiederholungen. Jedes Mal die Hüfte, wie bei der Brücke, also bei der Schulterbrücke, die wir vor Warm-up hatten, nachschieben. Pobacken zusammen. Maximale Höhe von der Hüfte nachschieben. Dann sagen die Hüfte, bekommt ihre Beweglichkeit ab oder auch der Schultergürtel oder beides. Das heißt, besser beweglich ist, das werdet ihr wahrscheinlich weniger stark merken. Noch zwei davon, dann kurz pausieren. Einmal noch.
Gelenke, dann die Hände wieder aus der Position raus. Auf locker. Ja, alles dafür, dass die Schulter nach hinten geht, aber meistens spürt man es dann halt im Ellbogen oder im Handgelenk. Je nachdem, spürt jeder ein bisschen anders. Okay, dann gehen wir die drei Versionen nochmal von vorne durch. Version 1, nur die Hände zusammen, Po bleibt sitzen, maximale Nähe. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nur Halt. Wer nichts spürt, was ich nicht glaube, kann mit dem Po weiter von den Händen wegrutschen. Später ja. Angefangen. Wow. Ah, das ist ungewohnt für den Körper auch. Kommt im Alltag einfach verdammt selten vor sowas. Deswegen müssen wir uns drum kümmern. Außer du wüsstest, dass die Situation was vorkommt. Ich spüre gerade meine Arme. Wenn es euch auch so geht wie dem Sascha, dann relaxt einfach mal. Oh Gott. Unterarm. Ja. Von hier, oder? Du wolltest noch das 10-mal machen, oder? Nee, die anderen 2 Stufen. Ja, gut. Also, wieder dabei. Zusammen. Und jetzt wollen, also nicht so eng, und jetzt wollen wir ja mit dem Po hoch. Und tief. Und hoch. Ah, ordentlich hochschieben. Hüfte maximal. Noch 3. Noch 2. Noch einer. Jo, absetzen und wieder langsam. Aus der Spannung raus. Ah, ja. Da geht was. Geht was. Aber es kommt ja nochmal eine schöne. Ja, das ist, finde ich, ja die einfachste von den dreien. Ja. Okay, sind wir soweit? Ich denke. Hände nochmal ähnlich positionieren, hochschieben. Ah, jetzt geht er fast schon alleine jetzt. Ganz bewusst die Hüfte einsetzen. Boom! Nachschieben. Kopf in den Nacken, Schulterblätter zusammen, Brust dann raus. Ja. Noch 3. 2. 1. Absetzen. Langsam lösen. Yes! Und die Arme mal ein bisschen in Ruhe lassen. Aber machen wir schon was für die Arme jetzt, oder? Wir lassen mal den Oberkörper ein bisschen in Ruhe. Und gehen nochmal zur Hüfte. Und später kommen wir nochmal kurz zu den Armen. Okay, wir gehen nochmal in die schöne Deep Squat Position, in der wir vorhin schon mal waren. Kennt ihr schon, ne? Oberkörper aufrecht, die Ellbogen klemmen wir zwischen die Knie. Und jetzt verbinden wir das Ganze mit dem Cossack Squat, den wir im Bodycross gerne machen. Wir wollen also in dieser Position mit dem linken Bein jetzt einfach hier rausschieben. Genau, und bleiben hier auf der Ferse.
Das ist auch schon die Übung, wir kommen wieder rein. Dann in die andere Richtung. Oh ja. Und wieder rein. Ja, optimalerweise kommen wir wieder in die gleiche Deep Squat Position zurück, in der wir gestartet haben. Wer will, kann hier noch ein bisschen zum gestreckten Bein rübergehen. Wieder zusammen, nicht vergessen, Oberkörper wieder aufrichten. Raus. Ja. Rein. Ich weiß, ihr wollt nochmal machen, also gut, okay. Machen wir nochmal. Jede Seite. Zweimal. Raus. Nochmal in der Mitte aufrichten und jede Seite noch einmal. Mitte, außen, Mitte, bleiben wir nochmal in der Mitte, genießen es nochmal, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und setzen uns nach hinten ab. Das ist der kürzeste Weg, um das ganze System wieder zu entspannen. Ja, legen wir uns einfach mal flach. War gut? Ging gut? Ja. Links besser als rechts. Ah, okay. Ja, also kann man auch immer beobachten, ob es da Asymmetrien gibt im Körper. Und da wir sie alle kennen und lieben, kommen wir mit dem Stand-Up wieder zurück in die Ausgangsposition. Und dann sind wir wieder. Jawohl. Und dann machen wir das nochmal. Fünfmal pro Seite. Links raus. Bisschen dynamischer jetzt. Rein, aufrichten. Raus. Jetzt haben wir eins. Und wieder rein. Haben wir zwei. Bleibt dran. Drei. Vier, ein Durchgang noch. Und ein letztes Mal zu dieser Seite. Nochmal aufrichten, nochmal ein paar Sekunden bleiben. Fünf, vier, drei, zwei, eins und absetzen. Oder in dem Fall sogar abliegen. Wunderschön. Eine Übung ist nur übrig geblieben. Von denen. Ich hätte auch gar nicht mehr geleitet oder Zeit. Stimmt, ja, ist richtig. Also, Gott sei Dank hast du mir zwei von weggenommen. Ich wusste schon, warum ich das mache. Ja, es war ganz bewusst. Okay, die letzte Übung ist der Schwimmer. Kennen auch viele schon. Ja, so ähnlich. Und zwar ist der. Es gibt ja viele verschiedene Schwimmerversionen. Ist der in Bauchlage? Der Rückenschwimmer. Der ist in Bauchlage. Ich zeig den mal seitlich. Sascha kann ja frontal arbeiten. Also, Beine bleiben neutral, liegen Fußspitzen weg. Kopf auf den Boden. Hände hinter Kopf. Ich zeig einmal den kompletten Bewegungsablauf und dann machen wir das langsam, damit ihr schon mal wisst, was auf euch zukommt. Ellbogen hoch. Arme raus, Daumen nach hinten, einmal hier, Hände übereinander, Ellbogen zum Boden, Handflächen nach oben schieben, beide weg vom Rücken, wieder raus, wieder vor, Hinterkopf. Ja, that's it. Kopf entspannt liegen lassen, damit der Nacken nicht zu sehr verspannt. Geht euer Tempo. Also, es geht. Arme raus. Arme nach hinten. Hände aufeinander. Ellbogen Richtung Boden. Hände weg. Das ist der schwierigste Part. Raus wieder. Vor und Hinterkopf. Und dann direkt weiter. Raus. Zurück. Auf den Rücken. Ellbogen tief. Hände weg. Arme raus,
wieder vor. Yes, Hinterkopf. Und weiter geht's. Raus. Zurück. Übereinander. Ellbogen tief. Hoch. Raus. Vor. Hinterkopf. Einmal noch. Raus. Drehung. Übereinander. Tief. Hände weg. Raus. Vor. Hinterkopf. Ablegen. Entspannen. Ja, die Nase drückt sich ein bisschen platt. Stimmt. Also es ist schon auch mit dem Kraftaspekt. Schwieriges Wort. Kraftaspekt. Kraftaspekt, ja. Kraftaspekt versehen, weil der Schultergürtel muss total viel machen. Spannend wird das Ganze noch, wenn ihr euch dann hier rechts und links irgendwie ein Buch oder sowas hinlegt, damit ihr immer weit genug weg seid vom Boden. So ein kleines Hindernis. Das hilft schon. Oder so ein Nagelbrett mit so langen Nägeln. Genau. Oder einfach ein Glas kaputt machen und dann das abgebrochene Stück, den Bodensatz, damit man sich auch verletzt, falls man es falsch macht. Geht's schon raus? Schalte um. Sascha wollte schon aufhören. Ob überhaupt noch jemand dabei ist. Ah. Schwimmen wir schon noch mal einmal. Ja, ja. Ich würde sagen, ja. Sascha, was sagst du? Machen wir. Nochmal, nochmal. Nase platt drücken. Okay. Nochmal starten. Raus. Zurück. Übereinander. Tief. Hoch. Raus. Vor. Okay. Eins. Vier gemacht. Machen wir wieder. Zwei. Drei. Ein Durchgang. Nicht glauben, dass es auch Mobility ist. Allerdings ist Mobility auch oft eine Kraftanstrengung, weil wir das Gelenk ja befreien wollen. Ich hab's dir geglaubt. Von meiner Seite war es das dann jetzt auch. Hast du noch was, Sascha? Nö, wir sind fertig. Tatsächlich sind wir fertig. Wir sind durch. Die Zeit ist schon wie verflogen wieder. Bleibt ruhig noch ein bisschen liegen. Ja, entspannt euch noch. Kommt relaxed zurück. Genießt den Abend noch. Am Freitag dürft ihr wieder Vollgas geben. Genau. Ich weiß gar nicht, wer am Freitag da ist. Entweder Ivan, Michael, Philipp. Das sind so die Freitagskandidaten. Milena vielleicht? Weiß ich gar nicht. Lasst euch überraschen. Wird auf jeden Fall wieder knackig. Meistens kann man sie am Titelbild erkennen. Meistens. Nicht immer. Stimmt. Gut, dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Danke. Macht's für die gut. Teilnahme. Genießt die nächsten paar Tage, wo noch schön Sonnenschein ist. Soll ja noch schön bleiben. Und wir sehen uns dann am Freitag. Macht's gut. Ciao. Ciao.